Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von Terraria mit dem Retro TV. Hi. So, und wir sind unglaublich viel weitergekommen in der letzten Folge. Hust. Ach ja. Wir sind eigentlich gar nicht weitergekommen. Naja, schon ein bisschen. Es geht, es geht. Ich habe ein Schwert, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Und ein bisschen Erz, aber nicht viel. Och nee, ein Antlion. Och nein. Ach, du bist schon in der Wüste? Ja, hier ist ein Wüstengebiet unten. Nee, ich kämpfe nicht gegen den. Fuck it. Komm. Ich grab ihn weiter runter. Ja, genau. Mach einfach so viel, wie du noch kannst. Und wenn du stirbst, stirbst du halt. Genau. Zum Glück weiß ich ja jetzt, wenn ich sterben möchte, dann kann ich einfach zu dem netten Dude hingehen. Der ist mir gerne behilflich, ne? Ja, das stimmt. Oh Mann. Boah, ey, ich jetzt hier ewig auf deinen Stein warte, farm ich mir selbst Stein, ey. Das dauert mir hier zu lange. Das ist gerade ein bisschen exciting hier, excited, ja. Brauch Tiki Torches. Ich hab wieder was bekommen. Lead Ore, richtig viel diesmal. Und das wieder so ein Dreckswurm. Oh mein Gott. Oh perfekt, Gott. Läuft alles schön. Auf jeden Fall. Boah, lass auf jeden Fall über diesen kleinen See hier eine Brücke bauen, ey. Ach ja, das möchte ich echt machen. Das wird ziemlich cool aussehen, glaube ich. Hä, wo ist der Dude denn jetzt? Ich höre ihn die ganze Zeit, aber nein, er kommt einfach nicht. Bist du schüchtern oder was? Bist du schüchtern? Oh. Beim Steinfarmen im Wasser getötet. Jawohl. Das muss man erstmal schaffen, ne? Ja, ich krieg das hin, also. Ne? Hab ich gemerkt. So, okay. Hier sind einige Erze. Was ist das für ein Erz? Und jetzt, Moment der Wahrheit. Ein Lead Ore. Ach, noch eins. Lol. Ich habe jetzt fast 40 Lead Ore. Jetzt habe ich 40 und ich habe noch ein bisschen zum Farmen. Das ist gut. Ja klar. Dann mache ich mir am besten gleich mal ein Schwert oder so. Dann steppe ich auch ein bisschen weniger. Ja genau, du machst dir ein Schwert da unten, wo du kein Schwert machen kannst. Ja, genau, auf jeden Fall. Na, ich kill mich dann extra nochmal. Ja, genau. Komm mal wieder her. Ist ja ganz klar. Ich möchte halt echt noch irgendwie eine Kiste finden, ne? Also das ist so mein Ziel gerade bei der Expedition hier in der Höhle. Oh Gott, da kannst du lange suchen. Habe ich gemerkt. Oh nein. Ja. Das ist glaube ich sogar schon ziemlich nah das Ende. Fuck it. Okay, nee. So, geht sogar noch. Wieder Erze. Oh mein Gott, ist hier viel. Nein, geh weg, du Wurm. Och nee, das ist ein größerer Wurm. Ein größerer? Tomcrawler oder so, keine Ahnung. So ein Wüstenwurm. Etwas dickere auf jeden Fall. Warte, ich guck mal im Nach. Wie sieht der denn aus, der Dude? Ich habe ihn gerade nur im Schatten sehen können, deswegen... Ich weiß halt nicht, wie er aussieht. Es ist ein Ninja-Wurm! Oh, scheiße. Im Schatten! Also, wie heißt der? Ach, ich sehe schon wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Alter, du hast Probleme, du. Ach ja. Ja, während du da in deiner Höhle rumkrabbelst... Obwohl, ich könnte ja eigentlich mal besuchen. Tomcrawler, ja klar, kannst du gerne machen, ne? Zu zweit wird das sicherlich ein bisschen schneller. Irgendwas ist eigentlich unser Guide da? Wo ist denn der? Der ist gar nicht wieder gespawnt. Ey, der ist tot? Ja. Alles klar. Aber wie sollen wir denn jetzt wissen, was wir machen sollen? Wir sind komplett verloren. Oh, jetzt ist er tot, ey. Mensch, der ist einfach gekommen, der Wichser. Ja, da würde ich sagen, geh mal als nächstes Mal in die Eishöhle, oder? Ja, klar. Ich guck eben kurz nach, ob ich mir vielleicht irgendwas craften kann. Ja, genau. Das wäre doch super. Ich habe auch einiges an Erzen, dass wir das mal zusammenlegen auch. Okay, so. Also, wie viel Copper Bars kann ich machen? 7. Oh, ich hab 22. Silver Bars? Einen. Wie viel Lead Bars? 24. Ui. So, kann ich mir vielleicht irgendwie... Warte mal. Ach, dann hab ich das Iron von einem Slime gedroppt bekommen. Okay, gut, das kann sein. Ich mach jetzt mal kurz ein Lead Anvil, ne? Genau, mach ein Anvil. Warte, bevor du den hinsetzt. Achso, jetzt hast du ihn schon hingesetzt, ne? Ja. Warte, wir machen das schon direkt ordentlich. Setz den da drauf. Was meinst du? Hier drauf. Achso, warte. Okay. So, ich kann wieder arbeiten. Ach, du hast es schon gemacht. Okay. Ja, da hinsetzen. Ach, hab ich ihn? Ja, du standst doch drinne, Mensch. Hier drauf? Ja, so, da ist es kompakter super. Und man muss nicht so weit laufen. Das Physics Stone, ne? Ja. Alter Anvil auf einem scheiß Brett. Ah ja, gut. Klar, easy. Kann man machen, ne? Ist machbar auf jeden Fall. So, braucht man für einen Hook Chains? Für den normalen Hook, den man mit einem Hook craftet, braucht man Chains, aber die neuen Edelstein-Hooks brauchen einfach nur 5 von der jeweiligen Sorte. 15. Okay,
15. Okay, gut, dann mache ich mir jetzt einfach nochmal einen. Ah, was kann ich da machen? Ein Bogen, komm, fuck it. Ein Bogen, ja, stimmt, wir könnten eigentlich echt. So. Jetzt kann ich mich wenigstens ein bisschen verteidigen. Hm. Ist sicherlich gar nicht mehr so falsch. Passt halt jetzt noch nicht zu unserer Klasse, aber trotzdem. Ja, egal. Wir hatten das ja schon in der ersten Folge geklärt. Bezüglich der Klassen, der Items. So, ach, jetzt teile ich den Rest mache ich sowieso nicht. Bitte? Den Rest mache ich sowieso nicht, deswegen habe ich mir einfach mal einen Kupferbogen gemacht. Okay. So. Ach nein, da wollte ich doch gar nicht rein. Ui, so. Mein Broadsword hat ein bisschen viel Knockback auf jeden Fall. Nice. Das ist nice. Wie viel? Okay. 15% mehr plus. Das ist gut. Das ist gut, ja. Problem ist halt nur, man muss beim Broadsword halt spammen, ne? Links, links. Willst du mir eventuell mal deine Barren geben, damit wir gucken, ob wir noch was Besseres machen können? Ja, warte. So. Hier, 101. Okay. Ich hab mitgeholfen, mal mit den Pfeilen. Ach, du warst das gar nicht. Das ist alles eine Lüge. Hast du sonst noch was? The cake is a lie. Ach so, hab ich sogar noch. Noch ein Silberbahn und 7 Copper. So, bitteschön. Jetzt möchte ich 100 Euro von dir. Zack, zack. Bitte auf mein PayPal-Konto. Ich möchte mehr Subscriber at gmail.com. Das wäre doch nice. Nee, aber leider können wir tatsächlich erstmal nichts Sinnvolles mehr machen. Echt nicht, okay. Ich hab, och nein, ich hab keine Hand bekommen. Und du stirbst gar, kann das sein? Nee, okay, gut. Ich verteidige mich. Du hast dich Safe Call noch gerettet. Gut. Superb. Dann würde ich sagen, machen wir uns einfach auf den Weg in die Eishöhle. Links, ne? Genau. Okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Alles klar. Ach nein, jetzt habe ich so einen Ohrwurm. Is it right? Or is it wrong? Ich weiß auch nicht, right, links, rechts. Ach, keine Ahnung, wie komme ich darauf? Meine Güte. Is it right? Or is it left? Alles klar bei uns. Gesangstalente von Quantum Plays. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich komme. Ich hasse dieses Wasser. Ich hasse es. Ja. Zum Angeln ist es bestimmt ganz gut. Ja, klar, gut. Aber egal. Ich schreibe einen Diss-Track in diesem scheiß Wasser. Platz 1 in den Charts von iTunes, Mann. Jawoll. Hilfe! Ich sterbe gegen Slimes. Das ist traurig. Das ist ziemlich traurig. Ach. Ich würde so gerne jetzt gerade sagen, was bist denn du eigentlich für ein Noob, ne? Weißt du, was noch traurig ist, dass du es geglaubt hast? Oh. Gut, okay, du hast auch wie ich hasse, ne? Diesmal scheiße, ne? Warte, jetzt kann ich auch noch das kaputt machen. Oh, Wormhole Potion hat sich doch gelohnt. Ach so, okay, die. So. Okay. Ich gehe mal in den tiefsten Tiefen des Eisbioms. Ja, genau, dann leuchten wir mal da erstmal alles ordentlich aus. Okay, ich sehe da gerade noch ein paar Erze. To the left. Or to the right. Wieso habe ich das so gesagt? Oh, Alter. Holy fuck. Bist du mal weiter nach links gegangen in dem Eisbiom? Nein. Pff, so einen Berg habe ich ja noch nie gesehen. Okay, lol. Holy shit, ist der hoch. Ich guck mir den später mal an. Ja. Und wir haben Crimson. Crimson? Ja. Ich hasse das. Also es ist nicht scheiße, aber du hast es. Ja, die Gegner sind ziemlich weird, finde ich. Ja, vor allem der Boss ist halt ein bisschen schwerer als der Wurm. Ich finde, als Eater of Worlds. Oder wie auch heißt. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also den finde ich krasser irgendwie. Ja, genau. Und ich bin im Wasser und kann nicht gucken, was gerade geschieht um mich herum und sterbe wahrscheinlich, weil ich keine Luft mehr holen kann. Och nee, oder leck mich doch am. Och nee. Du schaffst das, komm, halt durch. Fuck it. Ich komme übrigens auch mit in die Höhle von einem anderen Eingang aus anscheinend. Ah, lol. Oh nein. Hier ist dieses Eis, was ich damals in der alten Season, was mich damals gekillt hat. Oh, ich erinnere mich. Ach, das Eis, wo du durchfallen kannst. Was ich damals als 1.3 frisch raus war, da bin ich da mal fröhlich draufgesprungen und auf einmal ging's. Lol, was war das denn jetzt? Eisbär. Ja. Was ist denn da unten? Wo unten? Das ist irgendwas Rhodes. Und was Rhodes, dann ist das vielleicht. Rhodes. Rotes Eis von dem Crimson-Gedöns. Kann sogar gut möglich sein.
Ach, ich spaziere da einfach mal ganz stolz hin. Guck mich da nochmal um. So, okay. Hier erstmal ein bisschen Kupfer abbauen. Tümdelumdelum. So. Okay, ich komm mal wieder. Wie sieht's aus mit der Folgenlänge? Ja. Bitte? Folgenlänge? Noch 6 Minuten. Ah, okay. Diesmal wird die Zeit perfekt im Auge. Perfekt im Auge. Like a Profi. Okay, so. Ich werde mich jetzt hier sehr vorsichtig runterlassen. Ja, mach das mal. So viel dazu. Ich bin runtergefallen. Echt? Lol. Wie ich? Ach nee. Nee, ich bin nicht runtergefallen. Eis ist rutschig. Habe ich jetzt auch gemerkt. Nein, wirklich? Ja. Ach du Scheiße. Nein. Ach, doch. Scheiße. Oh. Ach du Scheiße. Oh nein. Konfuzius ist eine Scheiße gegen dich. Ja. Ich hab halt die Weisheiten, ne? Quantum. Erst die Gesangstalente, dann die Weisheiten. Du bist echt ein Naturtalent. Bin ich halt echt. Ich bin halt perfekt. So, dann sollten wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht zusammen in die Höhle gehen und ein bisschen uns helfen. Kann man machen, definitiv. Definitiv. So, ich würde echt sehen, was das Rote da ist. Ja, und wenn es was Cooles ist, ein Altar wird es sein. Wer weiß, keine Ahnung. Weil ich hatte vorhin jetzt auch einen gesehen. Okay, ja, aber gut, ich bin wohin gegangen, wo halt noch nichts ausgeleuchtet war. Deswegen war das Gebiet anscheinend frisch gewesen. Frische Fährte, you know? Ja, ja. So, ich geh da mal runter. Du kannst ja schon mal derweil nachkommen. Ich baue gerade einen Weg über diesen langen See. Ach so, ja gut, mach das mal. Das wollte ich nicht, ups. Ist sicherlich ziemlich nützlich. Ja, okay, jetzt ist es so, jetzt lasse ich es auch. Jetzt haben wir eine Stufe in der Brücke. Ach, da war es, genau. Zack, zack. Zack, zack, zack. Och, Mann, dieses Eis. Auch durchgefahren. Der Smart Cursor Mode, oder wie er heißt, oder was auch immer. Der macht mich fertig. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Okay, irgendwie ein Erz, was leuchtet anscheinend. Ja, dann wird's Crimtane sein. Ach, Mann. Das Rote, oder? Ja. Ja, ja. Und ich dachte irgendwie so ein Herz oder so, aber nein. Anscheinend... Ach, ja, wenn's ein Herz wäre, dann würdest du ja sehen, dass es ein Herz ist. Du willst mich doch verarschen. Nein, ich konnte es nicht sehen. Ich konnte es echt nicht sehen. Deswegen. Ach so. Ich habe da nur die Lichteffekte gesehen. Effekte, Explosionen, cool. Effekte, Explosionen. Michael Bay, wo bist du? Ja, ja. Ja, ja, total. So. Okay. So, der Weg ist fast fertig. Haben wir bis jetzt überhaupt schon mal eine Kiste gefunden? Ja, du. Ne? Ja, aber ja, die steht doch bei uns, ey. Genau, aber nur eine war es, ne? Ja. Ja, gut. Fette Beute, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fette Beute. Kommst du wieder? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich bin gerade auf dem Weg. Gut, gut. Ne? 500 Blöcke oder Feed oder whatever. So. Aber du entfernst dich gerade. Ach nee, doch nicht mehr. Okay. Ja, ich laufe halt auch noch, ne? Du hast einen tollen Weg gebaut. Ja. Der ist aber klasse. Ja. Der ist aber schnieke. Hab ich toll gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Bist du mal komplett nach links gegangen, oder wie? Was heißt komplett? Halt also, bis zu diesem Riesenberg, an dem ich nicht vorbeikomme. Genau, genau. Nicht in die Höhle gehen? Ja, doch, ich gehe jetzt hier runter, ne? Ach so, okay, ich sehe es gerade. Okidoki. Ja, da ist jetzt noch ein bisschen Kupfer. Wir müssen so langsam anfangen, ein bisschen produktiver zu werden, auf jeden Fall. Ja, wir tun, was wir können, ne? Ja, auf jeden Fall, ist richtig. Ist halt alles ein bisschen problematisch im Expert-Mode am Anfang. Klar. Auch, genau, auch bei mir, vor allem, weil ich ja schon über ein halbes Jahr oder so kein Terrain mehr gespielt habe. Deswegen, ich muss. Warum bist du jetzt eigentlich da runtergelaufen, obwohl ich da gerade herkam? Ich hab keine Ahnung. Das ist eine Sackgasse, ey. So, zack. Okay. So, wie tief warst du denn schon? Ziemlich tief. Ich bin ziemlich tief gesunken. Oh, hier ist eine Falle. Bau die doch ab, Mann. Alter. Ach, die! Weißt du, Mann? Du bist gerade am Sterben. Nein, oder? Ja, vergiftet halt, ne? 3, 2, 1. Hätten mich heilen können eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ist das so? Warum übersiehst du eigentlich das ganze Erz? Hä? Wo sind da Erze, lol? Auf dem Weg, ich kann's ja gerade bei in meinem Bildschirm, da waren Erze. Ach, der Pillefitz.
Ja, du brauchst alles, was du kriegen kannst, ne? Nur die großen Brocken mit, ne? Ja. Jojo. Der große Brocken besteht trotzdem nur aus genauso großen Blöcken wie die anderen. Das ist alles Lüge. Weißt du das eigentlich? Alles Manipulation, musst du wissen. Ach so. Natürlich. Was würdest du nur ohne mich machen? Ich verstehe das weiß nicht. Ja, ja. Das ist so. Och nein, da kommt wieder so ein Slime. Och, ich hasse dieses Wasser. Ach Quatsch, dieses Eis. Wovon du gerade gesprochen hast. Ja, es ist nett. Hat das er gesagt. Es ist ziemlich nett. Es ist ziemlich, ziemlich nett. Los, renn! So, genau. Ich meine, wir könnten uns auch runterbauen bei unserem Spawn, da wäre der Weg kürzer, aber da müssen wir uns ewig graben, um erstmal eine coole Höhle zu finden, wahrscheinlich. Na gut, da hast du sogar ehrlich gesagt recht, ne? Also ich bin schon ganz zufrieden mit der Eishöhle, es hat nur, dass es ein bisschen weit weg ist. Ja, ist ein bisschen problematisch, weil die Gegner, ich meine, da die Eisslimes, da sind da irgendwelche Fledermäuse, ne? Ja. Ist halt so eine Sache. Der Part ist auch jetzt gleich schon wieder vorbei. Ja. Und wir haben einfach wieder nichts geschafft. Der wievielte war denn das jetzt? Der dritte jetzt, glaube ich, ne? Ja. Genau. Aber ich habe ein Schwert gecraftet, super. Ja, wir machen langsame Fortschritte in Richtung Höhle. Richtig, richtig. Ja, dann geht's nächste Woche weiter, ne? Ja klar, genau, ist richtig. Ab Montag dann wieder und du bist wieder tot. Ja, auf dem Weg nach unten, da war ein Eisslime. Alles klar. Okay, dann hast du ja sicherlich nichts mehr zu tun, ne? Genau. Okay, super, ich gerade auch nicht. Ja gut, das ist ein Slime, egal. Okay, gut, dann war es das erstmal wieder mal hiermit gewesen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like da und schaut auch bei mir als anderen vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao, Leute.